Hallo und herzlich willkommen zur 178. Folge der fünften Staffel hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi. Das hier ist Ron und das sind die anderen lustigen Gesellen, die nichts Besseres zu tun haben, als hier rumzustehen und Ron zuzusehen, wie er sich präpariert hat. Da können wir mal Waffenüberreste zerlegen. Aber ansonsten ist auch nichts zu tun, wenn ich das richtig sehe. Wir haben gerade Lebensmittel verloren, 3 Stück an der Zahl, neue Session, Schluckspechte wieder aufgetaucht und da ist ein Infektionsherd und darum wird Ron sich jetzt mal ans Ärztes kümmern, bevor wir uns überlegen können oder ich mir für uns überlege, was wir Hübsches anstellen können. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Die Tobsüchtigen heißen jetzt wieder Tobsüchtige. Die hießen ja zwischendurch auch irgendwie anders. Dann ist wieder irgendwie ein Mini-Update gekommen. Aber die Kolosse heißen jetzt Molochs. Müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Da ist irgendwie eine Horde mit einem Aufgeblähten hier irgendwo. Aber wir fahren jetzt als erstes mal zu dem Infektionsherd und dann, ja, Nacht hat gerade angefangen, als ich eingeloggt habe und dann Ron präparierte, war es noch, hat es noch ein bisschen Resthelligkeit gehabt, aber wir müssen uns dann halt Beschäftigung für die Nacht suchen, aber das sollte auch kein Thema sein. Gegebenenfalls macht man halt einfach weiter. Und weitermachen heißt halt, wir haben halt eine Kettenreaktion. Erwachender Seuchenherzen in der Nähe von Whitney Junction. Und darum können, sollten und müssten wir uns eigentlich kümmern. Gotta watch out for plague zombies around here. Da sind das schon die ersten Zombies auf dem Infektionsherd? Ich sage ja, denn das sieht aus wie der unfreundliche Kreischer von nebenan. Wenn ihr sowas als Nachbarn habt, dann. Ja, vielleicht doch besser über den Umzug nachdenken, ne? So, dann, was machen wir denn jetzt wirklich? Das ist ja. Nee, ich fahre erstmal in eine Schutzzone. Und dann können wir in Ruhe gucken, was auf der Karte so los ist. So, was so los ist, weiß ich nämlich wirklich nicht mehr, denn die letzte Session ist inzwischen. Da ich im Urlaub war, 3 Wochen her. So. Man kann natürlich looten. Wir haben ja noch ein paar Seuchenherzen, Medikamente, Lebensmittel. Hier ist Muni. Materialien brauchen wir nicht. Die können wir auch looten, wenn wir umziehen nach Squilones. Wir könnten auch den Squilones-Umzug nachts machen, aber nachts gibt es halt immer keine schönen Screenshots. Und da bin ich ja eigentlich, ihr wisst es ja inzwischen. Hier unten sind 7 Gegenstände, Medikamente und 6. Dann fangen wir doch da an. Das ist doch ein hehres Ziel. Aber mal schnell raus nochmal bitte. Denn was ich nicht brauche, ist das von mir eingepackte Feuer.
Bloaterbande links gewesen, aber das muss uns ja nicht weiter kümmern. Falls die Jutti waren, einmal. Irgendwas macht hier Geräusche, was mir gar nicht gefallen mag. Dabei wollte ich doch nur... ein solchen Herz looten. Da steht er hinter der Tür. Habe ich doch richtig gehört, ein Screamer. Na, dann nehmen wir schnell das Auto. Na, macht Spaß da an der Fahrradtür hängen. Hier ist doch noch irgendwas. Ich höre dich. Oh, hier sind noch Schrauben. We're secure. So, Überlebender in Not ist wo? Ach, könnte man sich ansehen, muss man aber nicht machen, ne? Ja, und wer war das? Ron? Mann, Mann, Mann. Gibt's hier noch ein Goodie in dem Garten? Jetzt mal abgesehen von dem Gärtner. Sieht aber nicht so aus. Dann können wir uns wohl auch verkrümeln. Nächster Außenposten da oben. Oh, tut mir leid. Screamer, das wollte ich wahrlich nicht.
Dann hatten wir doch hier noch eins direkt um die Ecke, ne? Jo. Aber direkt um die Ecke heißt natürlich mit dem Auto hinfahren. Kommt ja gar nicht in die Tüte, das wäre auch nur einen Schritt zu Fuß machen hier nach. Ach ja, im Nagelstudio. Mit der Fachkraft, die keine Fachkraft war. Clear. Holy hell, that's heavy. So. Das ist mit Sicherheit schwer. Das steckt im Kofferraum. Können wir hier nebenan ja gleich noch mal gucken. Könnte es hier auch noch ein paar Goodies geben. Could be worse. Oh, die kannst du sogar nehmen. Gar nicht registriert, dass du Schaden genommen hast, Juteste. Da vorne. I think I got something here. Packung mit weißen Schokoladeriegeln. Kakaobutter, Zucker und Milchtrockenmasse. Fast köstlich. Auch voll. So, wo war der Überlebende? Ach, da drüben. Nimm mal ein bisschen Brandmittel mit und ein Seuchenheilmittel. Falls der oder diejenige I'm on my way. Die Seuche hat. Kann man da direkt lang fahren? Ich weiß es nicht mehr, muss ich ehrlich eingestehen. Von daher machen wir es doch einfach nicht. Fahren wir wie zivilisierte Menschen, also das, was ich hier im Spiel niemals tue. Aber in der Realität natürlich schon. Also da. Gotta watch out for plague zombies around here. Aber ist ja eh so, dass sich jeder für den besten Autofahrer der Welt hält. Ne? Aber ich bin's wirklich. Nachgucken. Hello. Anyone home? Tja, hier ist wohl niemand.
oder doch ein jemand. Du, deine Schädelplatte ist offen. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Die stecken doch mal wieder. Wie ist denn der Spritstand? Könnte da was gehen? Wir machen es einfach. Wenn da Verschwendung bei ist, dann auf jeden Fall nicht so viel. Und dann können wir hier doch 7 Pfund, 6 Pfund, du bist schwerer. Und dann können wir mal gucken, ob es dann noch ein paar Goodies gibt. Dafür, dass das ein kleines Stilett ist, hat es den Kopf ganz gut abgerissen eben gerade, würde ich sagen. Oh, Materialien. Nee, die will ich nicht. Ich will doch keine Materialien. Können wir vielleicht, brauchen wir noch Whitney Junction dann umziehen, aber... Whitney Field, also Whitney Field. Hier in Whitney Junction in der Gegend. So, dann hast du auch deine Standards wieder am Manne. Nächste Außenposten wäre... Da oben. Dann fahren wir da doch hin. Irgendwo genau die Straße. Von wem und wie zivilisierte Menschen fahren, ne? Müssen wir in den Kofferraum reinpacken. Ich überlege gerade wegen Lebensmittel, aber sehe ich im Moment nicht ein, muss ich ehrlich sagen. Das ist alles völlig okay. Hier sind überall Materialien, Packsäcke drin. Wellblechhütte. Na dann. Die Wellblechhütte. So, du bekommst dann aber... das Teil wieder. Hier kannst du mal reparieren. Ich weiß jetzt nicht mal den aktuellen Stand, wer wie viel gemacht hat, ist auch egal. Dann machen wir jetzt mal eine Männerfolge nach Ron jetzt Tai. So. So, da hast du alles. Dann, was brauchen wir denn noch? Nee, hast du nicht. Zähl doch keinen Müllpalzi. 22er brauchst du.
Und die Sortierung haben sie geändert. Da ist die Waffe. 90 Schuss. Ja, von mir aus, wenn du 90 mitnehmen möchtest, Tai, dann bin ich der Letzte, der dich davon jetzt unbedingt abbringen möchte. Weißt du, du fängst schon wieder an, Blödsinn in der Nacht zu machen. Ja, aber ich weiß sonst nicht, was ich hier noch machen soll. Umziehen will ich erst im Laufe des Tages dann. Außerdem ist Camp Kellingfire ja eigentlich deutlich näher dran an solchen Herzen, die wir noch machen müssen. Um dann halt mit mir viel noch frei zu bauen. Hier durch, ja. Die Wellblechhütte. Oh, da höre ich aber irgendwie eine Horde. Ohne mich in die Richtung zu drehen, da war doch irgendwas. Na, da haben wir ja schon Aufmerksamkeit erregt. Oh, von wo die überall herkommen. Super. Ist da was? Einmal da. Soll ich ein paar erstmal erwischen? Dann da an. Ist da ein Junkie bei? Nee. So Jungs, kommt mal mit hier. Einmal hinterherlaufen bitte, damit ich sauber überfahren kann. So, wo hätten wir darüber auch mal gesprochen? So, ihr zwei auch noch. Da zwischen den beiden Fenstern, dann stellen wir uns doch einfach hier an die Kiste. Ah, oh, so this is where all the plague zombies hang out. Wonderful. Fuck, my eyes are burning. Bin mir nicht sicher, ob ich einen Dackel gehört habe, ganz ehrlich. Da ist auf jeden Fall ein Zombie.
Wo ist denn der Screamer hier? Irgendwo um die Ecke rum, so wie sich das anhört. War ein zweites Kopfgeld. Ja, irgendwas ist an meiner Tür. Ich hab's gehört. Und ich muss hier mal. Ja, Palsy, das passiert, wenn man es nachts macht, ne? Ja, mach mich nur fertig. Mir ist auch egal. Ist doch fast wie Tage hier. Wenn ich sehen kann, muss die Helligkeit an seinem Ausgabegerät ein bisschen hochschrauben. Aber wo sind die Screamer? Die würde ich ja doch schon gerne nochmal überfahren. Durchs Fenster. Das Erste, was er macht, ist schreien. Anstatt zu versuchen, mir eine zu verpassen. Irgendwie bin ich... Na, wo geht's jetzt hin? Doch, gar nicht so weit weg. Aber das war ja ein hübscher Fall gerade. Kommen sie wieder alle an, ihr Dölmer da. So, das ist jetzt... Ist ja doch schon wieder was los. Als hätten die kein Zuhause. Das ist doch... Oh man, is that a screamer? Ja, zeig mir wo, dann kümmere ich mich auch darum. Mal nachladen. Mann, gut, dass du 90 Schuss Reserve dabei hast, Tai. Oh, da ist noch eine Seuchenprobe. Da wollten wir ja auch mal gucken, wie viel wir davon überhaupt jetzt haben. Oh, jetzt weiß ich, wo die Screamer sind, die du gemeint hast. Böser Dackel. Aber Dackel ist weg, ne? Oder habe ich was verpasst? Aus.
Na, magst du kommen? Und den Stiefel. Ja, dich mache ich jetzt mal kurz so. Denn die Folge, liebe Leute, ist jetzt erstmal vorbei. Ich hoffe, es hat gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Palzi.